Herr Dr. Curio, in Italien ist am Wochenende die Kapitänin der Sea-Watch 3 festgenommen worden. Sie hatte ohne Erlaubnis den Hafen von Lampedusa angesteuert, um die 40 Migranten an Bord ans Land zu bringen. Wie bewerten Sie das? Wurde hier angemessen von den italienischen Behörden reagiert oder wird der Fall hier durch die italienische Regierung politisiert? Wenn ich mir angucke, wie der ganze Vorgang hier in Deutschland dargestellt wird, wenn man da dem Chor der medialen Schlepperhelfer, ja schon auch, muss man ja vielleicht sagen, auch der politischen Glauben schenkt, dann muss man meinen, hier stehen Rettung und Menschlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite gefühlskalter Legalismus. In Wahrheit ist es doch anders. Die Kapitänin hat eigentlich nicht die gebotene Lösung gesucht, nämlich frühzeitig Häfen im nordafrikanischen Raum, auch Tunesien oder in stabilen Regionen Libyens anzulaufen, sondern eigentlich doch eine Notlage künstlich herbeigeführt, um sich dann illegal Zutritt zu verschaffen und auch die Aufmerksamkeit einer einseitig geprägten medialen Öffentlichkeit zu suchen. Und man muss sagen, der Ansatz der italienischen Regierung, der war ja eigentlich erfolgreich. Das zeigen ja die Zahlen sowohl für die Eindämmung des Flüchtlingsstroms als übrigens auch, und das sollte man doch sehr ernst nehmen, bei der Eindämmung der Zahl der Toten. Im ersten Halbjahr 19 hat es eben erheblich weniger Migranten in Italien gegeben als im Vorjahrszeitraum, statt über 16.000 nur noch über 2.000. Und die Zahl der Toten ist von über 800 auf über 300 zurückgegangen. Das heißt, das ist auch ein humaner Ansatz, wenn nicht ständig weitere Anreize gesetzt werden. Viele Spitzenpolitiker, unter anderem Außenminister Maas und Bundespräsident Steinmeier, haben sich ja auf die Seite der Kapitänin gestellt. Ist das angemessen, wie Maas und Steinmeier hier reagieren? Wie bewerten Sie das? Also der Bundespräsident als deutsches Staatsoberhaupt mischt sich ja hier eigentlich einseitig moralisierend in laufende Rechtsverfahren und auch die Agenda der Migrationspolitik ein. Das sorgt zunächst mal für außenpolitische Verstimmung, ist nicht unbedingt ein Akt der Völkerverständigung. Eigentlich politisiert er auch sein Bundespräsidentenamt, das über solchen tagespolitischen Verwerfungen stehen sollte, und betreibt so damit eine gesellschaftspolitisch einseitig motivierte Nebenaußenpolitik. Ja, das heißt also, was wir seinerzeit gesehen haben bei der Werbung für feine Sahne Fischfilet, Sie erinnern sich vielleicht in der Nach-Chemnitz-Agenda, das war kein Ausrutscher. Offenbar sieht er sich da als PR-Stelle für linke Organisationen. Jetzt der Außenminister Maas, wenn der sagt, Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden, nochmal, das missachtet die besondere Situation, dass die Notlage künstlich herbeigeführt wurde, um daraus dann ein Notrecht herzuleiten. Die Leute hätten schon vor vielen Tagen in sichere Häfen einlaufen können. Auch der EuGH hat ja gerade erst das Recht auf Einlaufen in den Hafen von Lampedusa verneint, in sogar einem Eilentscheid. Und wenn wir sehen, wie das dann passiert ist, nämlich bei dieser Abdrängaktion da, wo dieses Küstenwachenboot zerquetscht worden wäre beinahe, also ein Einlaufen unter Einsatz von lebensgefährdender Gewalt gegen den Widerstand der italienischen Küstenwache, dann muss ich sagen, hier wird nichts durch Italien kriminalisiert, sondern im Gegenteil, Maas setzt sich da eigentlich für die Entkriminalisierung kriminellen Handelns ein. Und warum macht er das? Es ist immer wieder dasselbe, weil er den Tätern die richtige Gesinnung bescheinigt. Das als Vorgehen eines ehemaligen Justizministers, das lässt doch tief in sein Rechtsstaatsverständnis blicken. Droht in dem Fall jetzt vielleicht auch eine Eskalation der diplomatischen Beziehungen mit Italien? Ja, es sieht so ein bisschen danach aus. Diese Art der moralischen Bevormundung des Rests der Welt von Italien, der Visegrad-Staaten, immer wieder durch die deutsche Regierung oder auch die außenpolitische Führung oder jetzt hier durch den Außenminister und den Bundespräsidenten, das trägt gerade nicht zu dem bei, was man vorgibt, immer wieder zu suchen, nämlich einer europäischen Lösung, dass da also einseitig jetzt moralische Ermahnungen ausgesprochen werden, sich doch bitte nicht an die normale Rechtsstaatlichkeit zu halten. Da nützt es auch nichts, wenn jetzt der Generalsekretär Ciemiak von der CDU gleichzeitig wild in alle Richtungen blinkt und humanitäre Hilfe anfordert, aber auch sage, man dürfe keine falschen Anreize setzen. Nein, man muss ganz klar machen, nur wenn dieses pseudohumanitäre Bestellangebot des Shuttle-Transfers durch die NGOs im Mittelmeer konsequent unterbunden wird, nur dann werden keine falschen Anreize gesetzt.
Und die Strategie, die eigentlich nötig wäre für Afrika, die muss in Afrika erfolgen, nicht irgendwelche Gender-Projekte dort müssen gepusht werden, sondern an die örtlichen Bedürfnisse angepasste Maßnahmen, die müssen unterstützt werden. Und das ist ein weites Betätigungsfeld für Frau Rakete und ihre Freunde bei den NGOs. Es darf nicht dazu führen, dass zwischen den europäischen Staaten völlig unnötige Spannungen entstehen, wenn die ihre souveräne Politik betreiben, in die wir uns als Deutsche nicht einmischen sollten. Die Verhaftung zieht ja ein sehr großes Echo auf sich. In Italien und Deutschland wurde bereits über eine Million Euro an Spenden auch gesammelt. Also die Aktion scheint eher ja den Rettern in die Hände zu spielen als der italienischen Regierung. Nun ja, in Italien gibt es auch erhebliche Gegenstimmen. Die Salvini-Politik wird dort ganz anders verstanden, als das hierzulande dargestellt wird. Es wird hier doch sehr stark eng geführt auf eine als humanitär verkaufte Politik, die rechtsstaatliche Vorgaben ohne weiteres transzendieren dürfte. Sie haben recht, weil das Ganze hat eine Begleitmusik. Wenn wir jetzt den Aufruf der Komödianten da sehen, Geld einzusammeln und was weiteres noch hinzukommt. Aber da ist sicherlich zunächst eine Kooperation der Medien und der Politik, die das auch noch unterstützt, zu sehen, ob das in diesem Fall zielführend ist oder ob nicht die Bevölkerung durchaus erkennt, dass die Dame da im Mittelmeer bewusst die Möglichkeiten der Seenotrettung und Versorgung auch der gegebenenfalls Kranken an der afrikanischen Küste nicht wahrgenommen hat. Eine Migrationsagenda durchzusetzen, ob die Bevölkerung das nicht doch durchschaut, das lasse ich doch mal sehr dahingestellt. Ich glaube, das Ganze ist ein sehr durchsichtiges PR-Manöver und die Politik sollte das nicht befeuern. Sie meinen jetzt sicheren Hafen in Libyen, aber Libyen ist ja kein sicherer Hafen. Man hört ja immer wieder von Versklavung, Gewalt, von unsäglichen Verhältnissen in den Flüchtlingslagern. Es ist ja auch Krieg gerade in Libyen. Und Holland und Deutschland sind ja auch keine Option, weil die Wege einfach viel zu lang sind. Also was bleiben denn da für Optionen für die Retter? Zunächst mal, wer sich aus dem subsaharischen Gebiet Nigeria tausende von Kilometern in den Norden begibt, der flieht nicht. Das ist das Erste. Zweitens, selbstverständlich gibt es in Libyen auch sichere Zonen. Die Leute können die Lager immer verlassen Richtung Süden. Drittens, es gibt die Möglichkeit Tunesien, das wurde auch alles angeboten. Dort standen internationale Ärzteteam bereit. Das wurde nicht gewünscht aus durchsichtigen ideologischen Gründen. Es soll hier unter Vorspiegelung humanitärer Notlagen eine Agenda befeuert werden, die darauf herausläuft, wir brauchen jetzt legale, massenhafte Wege für eine Flüchtlingsbewegung von Afrika nach Europa. Das alles brauchen wir natürlich gar nicht. Niemand flieht von einem Kontinent wie Afrika. Was wir brauchen, ist, wenn überhaupt, Hilfe vor Ort. Der Bevölkerungswissenschaftler Paul Collier hat schon vor langer Zeit vorgerechnet, dass aufgrund der Lebenshaltungsverhältnisse dort vor Ort man mit demselben finanziellen Einsatz dort 100-mal mehr Leuten vor Ort helfen kann, sei es in innerstaatlichen Fluchtalternativen, wenn es Bürgerkriegsgeschehen gibt, sei es in den Nachbarstaaten. Die sind kulturnah, die sind finanziell effizienter zu haben. All das wäre eine humanitäre Agenda. Was wir aber sehen, ist eine forcierte Migration, wie sie schon mit dem globalen Migrationspakt angekündigt wurde. Dafür die entsprechenden Bilder zu orchestrieren unter politischer Begleitmusik, das ist das, was wir gegenwärtig sehen. Eine forcierte Aktion, erklären Sie es nochmal, warum sollte man sowas forcieren? Wie gesagt, es ist bereits in dem globalen Migrationspakt eine Migration an sich als ein positives Ziel dargestellt worden. Dieses muss natürlich im Auge der betrachtenden Bevölkerungen motiviert werden. Dafür werden künstliche Notfälle inszeniert. Dieses hier ist ein klassisches Beispiel. Schon vor über 10 Tagen gab es die Möglichkeit, in sichere Häfen, wo internationale Ärzteteams an der nordafrikanischen Küste warteten, einzulaufen. Das alles war nicht gewünscht. Man gab vor, man müsse nach Europa fliehen.
Damit soll natürlich eine Agenda befeuert werden, die besagt, wir brauchen legale, reguläre Migrationswege. Ich betone das Wort Migration, denn nochmal, niemand flieht von einem Kontinent wie Afrika. Es kann immer lokale Unruhen geben, dann sucht man eine Fluchtalternative im eigenen Land oder schlimmstenfalls im Nachbarstaat. Dort wird am effizientesten finanziell und auch kulturell am einfachsten geholfen. Also ich verstehe immer noch nicht, warum wirklich das von Interesse für die regierenden Parteien wäre, so eine Migration. Die unter maßgeblicher Beteiligung Deutschlands dargelegten Ziele des Global Compact of Migration, die darauf hinauslaufen, dass Migration an sich durchgeführt werden soll, müssen, um in den westeuropäischen Bevölkerungen Akzeptanz zu finden, als einen Akt der Nothilfe dargestellt werden. Wenn man, wie es der Fall ist, sich verschrieben hat, eine Migrationsagenda an sich unabhängig von Fluchtbewegungen, sondern einer Migrationsagenda an sich und exakt das ist der Inhalt des Global Compact of Migration. Mhm. Wenn man sich dem verschrieben hat, braucht das Kind eine Überschrift, die es akzeptabel macht. Dafür werden solche als Notaktionen und Fluchtaktionen im Grunde genommen inszenierten Unternehmungen durchgeführt. Wir werden sehen, dass dem nachfolgt eine Diskussion um legalisierte Wege, die sicherlich dann demnächst unter einer angestrebten schwarz-grünen Bundesregierung massiv umgesetzt werden